Hey und willkommen, ich bin Herr Bergmann und ich wollte euch nur kurz eine frohe Weihnacht wünschen und natürlich über das ein oder andere Thema mit euch sprechen, unter anderem, wie könnte es anders sein, dem Adventskalender, denn ich bin euch immer noch Folge 22, 23 und 24 schuldig und die wird leider heute nicht mehr veröffentlicht. Es zerbricht mir das Herz, wirklich. Ich habe alles getan, das hinzubekommen. Ihr hört es vielleicht an meiner Stimme, dass ich noch relativ angeschlagen klinge, weil ich bis heute Morgen um 9 Uhr am Schnitt saß, um dann noch irgendwas fertig zu bekommen. Ich aber dann gemerkt habe, dass ich irgendwie nachlässig wurde und es wäre einfach nicht so perfekt geworden, wie ich das perfekt haben möchte und wie ihr das inzwischen auch gewohnt seid und eigentlich durch die anderen Folgen. Und dementsprechend habe ich mir jetzt einfach mal gesagt, pass auf, wir feiern jetzt alle erstmal in Ruhe Weihnachten und nehmen den ersten und zweiten Weihnachtstag mit und dann am dritten Weihnachtstag, den es ja eigentlich gar nicht gibt, den ich aber jetzt etablieren werde, folgt dann das große Bergmann Adventskalender Finale. Und das wird nicht nur 2 Minuten lang werden oder 3 Minuten, sondern ich glaube, das wird, also jetzt momentan bin ich bei knapp 6 Minuten und jetzt bin ich mal bei der Hälfte angelangt. Also es wird wirklich mega groß und dementsprechend war das halt auch problematisch, das in den letzten Tagen zu koordinieren, gerade was die Arbeit mit den Synchronsprechern angeht, weil das Drehbuch erst ganz kurzfristig fertig geworden ist und da mal eben kurz ein paar Stunden vor Weihnachten allen Synchronsprechern zu sagen, so die Texte brauche ich bis morgen, das wollte ich denen auch nicht antun. An dieser Stelle vielleicht auch nochmal ein großes Dank an alle, die bislang mitgemacht haben. Ihr seid wirklich super. Und einhergehend damit ist auch natürlich der Film. Viele von euch haben es sich in den Kommentaren ja auch gewünscht. Einige haben auch versucht, das irgendwie in die eigene Hand zu nehmen. Bitte, bitte, bitte schneidet die einzelnen Teile nicht zu einem Film zusammen. Das würde ich schon ganz gerne machen. Und das werde ich auch machen. Also es wird danach nochmal einen großen Film geben. Ich muss mal schauen, ob der dann irgendwie jetzt noch in diesem Jahr kommt oder ob ich vielleicht noch die Gunst der Stunde nutzen werde, ein paar zusätzliche Szenen zu drehen, weil die Folgen ja auch immer relativ abgeschnitten sind. Und ich weiß nicht, ob das so Sinn macht, wenn dann nach diesen abgeschnittenen Folgen direkt die nächste Folge angedockt wird, weil dazwischen ja auch immer ein bisschen Zeit vergangen ist eigentlich. Muss ich mal schauen, wie ich das dann realisiere. Also seid mir nicht böse, der Weihnachtsfilm oder das Finale wird auf jeden Fall am dritten Weihnachtstag kommen, der dritte Weihnachtstag, den ich mal ebenso etabliert habe, zertifiziert von Bergmann.org. So, das war's soweit. Nur kurz was zum Adventskalender. Schaut auf jeden Fall auch mal bei den anderen Adventskalendern meiner Compagnons vorbei, Sturmwaffel, Paluten, die haben auch ein bisschen was gemacht. Und natürlich bei Simon und bei Taddle und sowas. Guckt bei allen mal vorbei. Alle YouTuber haben tolle Weihnachtsspecials gemacht. Ich muss noch ganz kurz was erwähnen. Eine ganz kurze Randnotiz. Und zwar habe ich die letzten Tage, als ich dann knapp vom Burnout war, was den Weihnachtskalender angeht, habe ich immer mal wieder bei GTA Online vorbeigeschaut. Ich hatte auch ein bisschen was dazu getwittert. Und da wollte ich mich nochmal ganz kurz... ich weiß nicht warum, aber ich wollte mich einfach mal bedanken bei den Leuten aus der Bergmann-Org-Crew. Die ihr auch immer unten verlinkt bekommt in den einzelnen GTA-Folgen, weil ich einfach mega viel Spaß mit denen hatte. Das fand ich irgendwie toll und wollte das unbedingt nochmal erwähnen, weil ich da wirklich 2-3 Stunden dran saß und mit den Leuten echt tolle Zeiten erlebt habe. Wir haben Missionen gemacht und sowas, das war richtig cool. Es war, ohne dass wir irgendwie großartig miteinander sprechen konnten, weil ich keine Tastatur und kein Headset habe, war das irgendwie cool koordiniert und es hat richtig, richtig Spaß gemacht und mich so ein bisschen down to life geholt irgendwie. Also das war echt ganz cool und dafür ein großes Danke an meine Compagnons aus GTA Online. So, das war's. Jetzt entlasse ich euch in den heiligen Abend. Habt frohe Weihnachten. Schaut auf jeden Fall auch mal die nächsten Tage trotzdem hier vorbei, denn es werden wieder ein paar Let's Plays starten, unter anderem GTA-Folgen mit Dena. Großartige Überleitung wäre das eben gewesen. Schade, dass ich die verpasst habe. Und dann kommt übrigens direkt schon wieder ein großer anderer Film. Also es wird ganz spannend. Es wird sich allgemein zum Jahresende, bei dem es auch nochmal ein Special gibt, alles so ein bisschen, es findet sich alles so ein bisschen im Umsturz, aber da gehen wir nochmal näher drauf ein. Und natürlich, ey, ganz kurz, Leute, der Adventskalender hat euch so viel, Bergmann, dem bergmännischen Universum, so viele neue Abonnenten gebracht. Da sage ich doch mal Hallo. Wenn ich bedenke, dass das vor 6 Monaten noch 300 waren, ist das irgendwie alles ziemlich verrückt. Aber da gehe ich dann näher auf dem beim Jahresrückblick an. Ihr merkt, ich werde auch langsam ein bisschen blöde im Kopf. Deswegen gehe ich jetzt, sage noch einmal frohe Weihnachten, macht's gut, lasst euch reich beschenken. Und dann sehen wir uns hoffentlich ab morgen wieder. Macht's gut, euer Bergmann.